Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen. Heute beginnen wir mit einer Erinnerung, und zwar morgen startet das Steam Next Fest und gleichzeitig erscheint auch eine Demo-Version von Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin, wo ihr drei Missionen spielen könnt von den Stormgods Eternals, und die Demo soll auch auf Deutsch verfügbar sein. Dann geht's weiter mit diesem Video, und zwar hatte man ja eine Beta gestartet. Der eine oder andere wird sich sicherlich daran erinnern. Und im Rahmen dieser Beta hat man jetzt einige Konsequenzen gezogen und hier einige Improvements verbessert. Dann machen wir weiter mit Total War Warhammer 3, und zwar gibt es einen neuen Hotfix. Wie inzwischen fast jede Woche. Und es gibt neue deutsche Übersetzungsmods, einmal für die Gräulbringer. Beachtet hier auch die Reihenfolge. Und für die Jadeblutvampire. Und ein Modder arbeitet an einer übergroßen alten Weltmap. Ja, das heißt wirklich nur die alte Welt, nicht die ganz große Weltkarte. Das würde wahrscheinlich auch kein PC schaffen. Aber immerhin. Ihr könnt euch das Video anschauen von Great Book of Quatches. Ich habe es unten für euch verlinkt. Und dann seht ihr die alte Welt schon mal, ja, zumindest Teile davon schon mal übergroß. Dann kommen wir zu Blood Bowl 3. Und zwar gibt es neue Menüerweiterungen, Matchverbesserungen, dann natürlich verschiedenes und Bugfixes. Und die X-Menschen sind jetzt im Game Shop erhältlich. Und damit sind wir auch schon bei Lore. Und zwar bei 1000 für den Imperator. Ein Kanal, den ich euch übrigens auch sehr empfehlen kann. Ist eine neue Folge erschienen zum Bastion Kratalos. Und dieses Video, das habe ich dort ebenfalls gefunden. Das ist dort auch vor 8 Tagen released worden. Ein anderer Blick auf Games Workshop als Miniaturenhersteller. Wir sind immer noch bei YouTube, und zwar War in Nagaros. Der Gamesamp hat ein neues Warhammer Cinematic Battles Video rausgebracht, und zum Schluss gibt es hier einen Leak, das hat Great of Quatches hier zumindest gezeigt, von einem übergroßen Pegasus, der mit Warhammer the Old World für die Britonen erscheinen soll. Damit wären wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.